Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeons 3 in einer neuen Aufnahmesession und in einem neuen Livestream. Wir waren zuletzt beim Untergang von Jaina Proudmoor, glaube ich. Das Ende von Jaina Overproud. Die Armeen des siegesverwöhnten Bösen hatten Dolaran erstürmt. Doch die heimtückische Magierin Jaina Overproud hatte sich und Crowley mit einem Spruch weiter in die Stadt hinein teleportiert. Nun machte sich Talia daran, die Truppen weiter in das Finanzzentrum des Reiches hineinzuführen. Hubendort haben wir jetzt als offizielle Einheit. Ich würde sagen, dann starten wir das Ganze nochmal. Wir haben hier Errungenschaften, absolviere die Mission, das schaffen wir. Zerstöre jeden arkanen Riss in der Mission in maximal 60 Sekunden. Okay, keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Und die Lebensenergie von des Dungeon Herz fällt das Ende von Jaina Overproud niemals unter 75%. Puh, müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Ich bin gespannt. Also das letzte Mal habe ich jetzt aufgenommen am 24.01. und wir haben jetzt gerade den 7.02. Ist also schon ein Weilchen her, muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Leider kam ich nicht dazu, weiter aufzunehmen. Und jetzt ist wieder kurz vor knapp keine Folgen mehr am Stüssel. Während die Armeen des hinterherhinkenden und die ganze Bagage aufhaltenden Bösen in Dolaran einmarschierten, kämpfte Jaina Overproud, Herrscherin der Stadt und Teilzeithexe, gegen den mächtigen Grubenlord Crowley in einem epischen Duell. Magische Kräfte umwirbelten die beiden, als sie sich mit ihren Attacken gegenseitig beharkten. Nun ist es aber gut. Ein einzelner Dämon wird mich nicht aufhalten. Mach des Dollars! Mach auf! Chaotische Magie durchfuhr Crowley und verbannte ihn in ein Mana-Gefängnis. Daraus würde er sich kaum alleine befreien können. Wirklich? Wir haben diesen Trottel erst lange befreit und jetzt lässt er sich einfach verbannen? Da hätten wir uns den Aufwand für den Verlierer echt sparen können. Dein dämonischer Verbündeter ist gebannt. Nun zu dir. Schauen wir mal, wie deinem Dungeon meine arkanen Risse gefallen. Im Dungeon des überraschten Bösen bildeten sich einige Risse in der Realität, die den Raum um sie herum verzerrten. Die bösartige Energie des Dungeon-Herz schien die chaotische arkane Macht hinter diesen Rissen anzulocken. Magische Energie schoss aus den Rissen und durchfuhr das Dungeon-Herz. Oh. Okay. Okay, diese Dinger müssen zerstört werden. Nur, wie machen wir das? Gewalt ist immer die naheliegendste Lösung, dachte sich das verrückte Böse und ließ seine Kreaturen auf die arkanen Risse einschlagen. Faszinierenderweise schien dies tatsächlich von Erfolg gekrönt zu sein. Hm. Computerspiellogik. Du hast sie zerstört? Dann erschaffe ich eben neue. Lass mich nur durchschnaufen und einen Mana-Trank trinken. Dann geht es sofort weiter. Das wirst du büßen. Hm. Sie macht also arkane Risse in 20 Minuten erneut. Na gut, dann haben wir ein bisschen Zeit, um uns ein bisschen aufzubauen. Unsere Hühnerkammer muss ein bisschen größer sein. Wir müssen jetzt das Übliche machen, wie in jeder Mission. Bäume bauen, diese verbessern, ausbauen, vergrößern, wie auch immer. Man kennt diese Taktik bereits. Dann machen wir uns auch so gleich mal daran. Hier eine etwas größere Schatzkammer. Machen da auch nochmal einen Punkt. Was wir hier in den anderen Sachen machen, weiß ich noch nicht so recht. Ich würde sagen, das sehen wir dann einfach mal. Hier machen wir mal einen vergrößerten Dämonenraum, also einen Vortex. Doch ein bisschen klein. Und was wir dann sonst noch machen, keine Ahnung. Wir werden jetzt erstmal... Stopp, das wollte ich nicht. Wir werden jetzt erstmal noch mehr Schnodderlinge besorgen. Tochter, ich bin es, Thanos. Dein Dämon ist gebannt. Jetzt wäre es an der Zeit, innezuhalten und... Halt die Klappe, halt die Klappe! Es muss noch etwas Gutes in dir sein, das... La, 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 ich kann dich gar nicht hören. Das ist nicht sehr erwachsen von dir, mir, naja, wie auch immer. Na und? Dann soll er endlich aufhören zu nerven. Eine Werkstatt brauchen wir hier. Wir brauchen einen Plan. Ich würde vorschlagen, wir stürmen den Rest der Stadt und machen diese Magierin platt.
Als Bonus können wir noch Crowley auf dem Weg befreien. Ja, könnten wir so machen. Wir müssen auch noch mehr Kreaturen besorgen. Wir haben jetzt zwei Goblins. Hol ich mir nochmal zwei Orks und ein Imp. Dann haben wir erst einmal unsere Truppen so am Start. Bösartigkeit brauchen wir natürlich wie immer in jeder Mission auch hier wieder dringend. Aber erstmal, wenn wir die Grundgebäude errichtet haben. Schatzkammer vergrößern wir ja. Das war ja der Plan. Hühnerraum, genauso wie Schlafraum und der Spawnraum der Dämonen werden wir natürlich auch vergrößern. Aber noch haben wir kein Gold dafür. Ich kann natürlich mal ein bisschen nachhelfen hier. So. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Dann bauen wir den Hühnerstall ein bisschen größer, den Schlafraum der Orks auch ein wenig größer. Dann haben wir hier noch Vortex. Müssen wir auch noch was größer machen. Ist aber auch dann ausreichend von der Größe her. Und hier würde ich dann später gerne die Werkstatt errichten. Gold haben wir jetzt momentan nicht am Start. Das heißt, das müssen die Schnatterlinge erst einmal hier ranschaffen. Da können wir noch 14.000 raus. Lagern können wir momentan nur 3.900. Ist erstmal okay. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mit unseren Einheiten mal nach oben. Während wir eh noch Gold beschaffen müssen, können wir eh nichts anderes gerade tun. Ihr wünscht? Und dann gehen wir mal hier den rechten Weg lang und tun hier ein bisschen Bösartigkeit. Wenn wir das schaffen. Wie gesagt, die Frage ist wenn. Aber das sieht... Ja. Ich glaube, das schaffen wir. Ich will ja auch nicht immer, dass die Einheiten sterben. Ich will ja schon, dass die eine gewisse Stufe erreichen. Irgendwie. Böse. Ach du Scheiße, sind ja noch viel mehr. Ja gut, dann geht erstmal. Toll. Geht erstmal wieder zurück und ruht euch aus. Wie gesagt, ich will versuchen, die Einheiten auch stark zu halten. Das ist immer einfacher gesagt als getan, weil. Ja, sie sterben ja dann doch relativ schnell ohne Nagas. Vielleicht könnten wir uns darum kümmern. Ja. Dass wir Nagas rankriegen und mehr Kreaturen. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich zwei Nagas besorgen. Ach ja, mehr Gold. Ich vergesse das immer wieder. Wir brauchen erstmal mehr Gold. Der Schlafraum ist jetzt nicht sonderlich groß, sehe ich gerade. Die verbrauchen ja doch relativ viel Platz, die Schlafmöglichkeiten. Und hier auch nochmal einen Eingang. Dann haben wir einen Doppeleingang bzw. drei Durchgänge zum Schlafraum. Aber nochmal ein bisschen Gold zusätzlich nebenbei. Aber wir werden es auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen mehr Nagas, mehr Orks insgesamt. Und dann gehen wir natürlich auf Succubusse und Co. Denn die haben sich in der letzten Folge oder in den letzten Folgen als sehr gut erwiesen. Muss man ja sagen. Hat mir sehr gut gefallen, mit denen zu spielen und zu arbeiten. So, jetzt haben wir zwei Nagas. Wir haben zwei Imps. Fernkampf wurde also auch ein bisschen verstärkt. Und als nächstes die Werkstatt, aber dafür haben wir jetzt gerade wirklich kein Gold. Aber die ersten Dinge sind da. 15 Minuten öffnen sich die nächsten Risse. Bis dahin will ich auf jeden Fall die Bösartigkeit haben. Ich glaube, das hier ist momentan der einzige Weg. Da würde ich hier ganz gerne ein paar Fallen machen. Auch hier wieder, ob das geht. Ich mach's mal so. Oder ich mache es nur auf einer Seite. Dann machen wir hier nochmal Fallen. Da kommt die Türe hin. Dann machen wir hier nochmal so eine Falle hin. Ich hoffe, das wird dann reichen. Natürlich sind wir noch nicht so weit. Wir müssen ja erstmal schauen, dass wir insgesamt Fallen produzieren können. Allein das haben wir ja noch nicht. 1000 kostet der Raum. Sehr teuer. Baumaten würde ich gerne zwei haben wollen
Gut, teuer war's, aber wir haben diesen Raum jetzt dann fertig. Dann müssen wir sowieso mehr Bösartigkeit haben, insgesamt viel, viel mehr Gold und dann können wir erst weiter planen. Das heißt, wir lassen die mal machen. Hier hinten ist auch nochmal eine lang anhaltende Goldquelle da hinten. Wir haben 10 Schnodderlinge. 4 können jeweils daran arbeiten. Dann machen wir hier nochmal eine kleine Schatzkammer hin und lassen da Gold abholen. Dann haben wir 2 Goldquellen. Dann können wir viel schneller an Gold ran, können mehr Gold lagern. Ich schätze, das ist ein guter Plan. Weil 2 arbeiten hier, 4 dort sind 6. Plus die 4, dann sind wir auf 10 und das sind dann alle Schnodderlinge. Während das da geschieht, können wir schon mal an die Oberfläche und versuchen, den nächsten Weg für uns zu erobern, beziehungsweise die Bösartigkeit. Ich werde das Land vernichten. Sollte uns ja jetzt gelingen, jetzt sind wir ein paar mehr Einheiten, wir sind ausgeruht. Ich hoffe, das wird klappen. Gerade eben war es ein bisschen chancenlos, wir waren angeschlagen und wir waren noch zu wenig. Jetzt sollte es aber gehen, oder? Kommt Leute, ihr schafft das. Ich glaube fest an euch. Enttäuscht mich nicht. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ja. Schauen wir wieder. Das hätten wir hinbekommen. Bösartigkeit gehört uns. Wunderbar. Der erste Schritt wäre geschafft. Jetzt können wir hier, wie gesagt, noch schnell die Schatzkammer für unsere Schnodderlinge hinbauen. Und dann heißt es Bösartigkeit sparen. Und dann würde ich direkt auf Richtung, zu der Richtung der Fallen gehen. Dass wir da nämlich jetzt erstmal dann auch den nötigen Schutz überhaupt haben. Dafür müssen wir die Wachstube leider erforschen. Ich mag die nicht. Bin ich nicht so der Fan von. Ja, 100 für die Tüftlerhöhle. Da müssen wir aber auch Platz haben für die Tüftlerhöhle. So ist es, denke ich mal, ausreichend erstmal. Wenn unsere Einheiten da überhaupt dann darin arbeiten, dann müssen wir ja auch nochmal die Zeit für finden. Oh, oh, oh. Die müssen wir mal eben schnell weghauen hier. Na komm, das können wir hin, oder? Ja. Auch das sieht hervorragend aus. Wenn es so weitergeht, steigen unsere Einheiten gleich schon eine Stufe. Hier ist die nächste Bösartigkeit. Oh, da unten ist aber auch ein Zeltlager. Aber erst holen wir uns die Bösartigkeit. Das sind nicht ganz so viele. Ich glaube, das sind sogar weniger als vorher. Nein, nicht auf unsere Nagas. Ich hoffe, das gelingt uns jetzt hier. Dass die Nagas noch drauf gehen. Sieht aber gut aus. Wow, 2 Bösartigkeitsquellen. Fürchtet euch nicht, ihr mutigen Helden von Dolaran. Schlagt diese bösartige Brut zurück. Nein, bitte nicht. Wir wollen nicht, dass ihr uns... Ah doch, natürlich greifen sie jetzt an. Oh, oh, oh. Ich will aber nicht hier alle auf einmal haben. Oh shit, oh shit. Schnell zurück. Nein, wir haben einen Goblin verloren. Verdammt, 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 verdammt. Er schafft es nicht abzuhauen, oder? Schafft er es? Thanos muss sterben. Oh, ich wollte ja eigentlich noch gar nicht angreifen. Das war jetzt ein bisschen überschneidend. Mist. Wen soll ich massakrieren? Naja, wenigstens haben wir jetzt nicht so viel verloren, nur ein Goblin. Das ist noch zu verkraften. Verdammt. Gut, wir holen uns jetzt die Tüftlerhöhle. Und dann fangen wir mal an, hier die Fallen zu erforschen. 250, das nächste.
Was kann ich tun? Na los, komm, dann mach das mal wenigstens weg. Was haben wir hier? Panzerflächen. Dann nimmst du das mal bitte. Der zielstrebige Zuschlagende. Ich werde das Land vernichten. Das hier hätten wir soweit geregelt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Wir haben genug fürs Erste erobert. Unsere Einheiten können sich dann ausruhen. Und wir können dann vielleicht die ersten Fallen fertigen. Und der Riss öffnet sich ja auch in 8 Minuten. Dann haben wir da genügend Zeit, da mal ein bisschen nachzuschauen. Habe ich das falsch jetzt ausgewählt hier? Das ist natürlich... Oh ja, das war ja so riesig. 2 Stück will ich da auf jeden Fall haben. Ich glaube sogar, dass der Raum noch ein bisschen zu klein ist. Müssen wir mal begutachten. Wie viele Kisten können wir hier lagern? 17. Achso, nee, 44 von 17. Wir haben 17 von 44 so rum. Habe ich mich gerade verguckt. 250 haben wir jetzt. Sehr gut. Tja, dann würde ich sagen, können wir die ganze Ork-Ecke dann sowieso schon mal dann zu Ende erforschen. Eine Brauerei müssen wir dann auch nochmal machen, aber noch sind unsere Orks ja nicht so weit, dass sie Stufe 4 wären. Von daher ist dann noch eigentlich alles in Ordnung. Aber die Brauerei könnten wir halt dennoch schon mal planen, zumindest. So ist das von der Größe ausreichend. Machen wir es dann mal so. Ja, soweit sieht alles gut aus. Jetzt können wir ja die ersten Fallen planen. Achso, ja, die Werkzeugkisten fehlen jetzt. Da müssen wir erst noch mal ein paar machen. Ich würde auch gerne noch mehr Schnodderlinge haben. Einfach Spinnen nur haben sich im Untergrund breit gemacht. Damit wir da auf Maximum sind. Den Gegnern. So, dann machen wir die mal hier eben weg. Hier ist nochmal so eine Langeinheit, eine Goldquelle. Wenn wir mehr Schnodderlinge haben, können wir dann hier easy alles abernten. Sehr gut. Och, ist jetzt wirklich einer gestorben, ein Imp? Schade. Naja, der wird ja wieder auferstehen. Kostet halt Mana und Zeit. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Ich will den Raum ja natürlich trotzdem so machen, wie ich das ja eigentlich geplant hatte. Dann mache ich das mal irgendwie so. Ist jetzt mal schlecht als recht, aber so ganz, ich kann das gar nicht so machen. Dann machen wir das mal so. Hier noch die Schatzkammer da so mit hin. Da ist die Brauerei zwar ein bisschen komisch, aber okay, wir können es ja später immer noch abändern. So, haben wir auf jeden Fall genug Goldquellen. Ich wollte ja jetzt noch den letzten Schnodderling dazu holen. Dann sind wir da schon mal auf Maximum. Dann müssen wir bald halt auf Forschung gehen. Und ich will halt relativ schnell auf die Sukubis kommen. Ich fand die echt sehr gut. Ja, bei der Forschung hier Eisenpelz für die Orks, dann den Gobobot noch und dann würde ich gerne 2 Stufen mal auf die Verbesserung der Horde legen, weil wir momentan ja sowieso die meisten davon haben. In 4 Minuten kommt der nächste Angriff rein. Das heißt, danach müssen wir dann auch schauen, dass wir da alle Risse schnellstmöglich zubekommen. Gibt es eine Errungenschaft, dass wir das in 60 Sekunden schaffen? Ob uns das gelingen wird, ich habe keine Ahnung. Zahltag. Da ich den genauen Ablauf nicht so wirklich kenne. Stachelfallen. Ach ja, Werkzeugkisten. Da müssen wir dann jetzt erstmal schauen. Hey Talia, ich überlege gerade, ob ich dich deinem Vater in einem Stück zurückgebe oder in kleinen Teilchen.
Ich habe mich noch nicht entschieden. Machen wir den Raum mal größer, dann mache ich dann doch nochmal eine weitere Maschine. Kann ich nicht sagen, ich möchte das hier... Ah doch, das kann ich wegmachen. Dann mache ich die nochmal eben weg und setze das um, dass ich dann drei Maschinen da habe, weil 15 Schnodderlingen dürfte das gehen. Irgendwann haben wir eh das Maximum erreicht und dann werden sie ja nicht alle da arbeiten. Wir brauchen halt jetzt erstmal dringend Fallen. Das ist halt leider echt notwendig. So, dass wir maximal vier Dinge haben, was ich aber ein bisschen übertrieben finde. Drei ist okay. Und ja, die Brauerei steht ja soweit. Ach, da brauchen wir auch Werkzeugkisten für. Na gut, ja. Dann hat sich das ja eh erstmal erledigt, weil wir Werkzeugkisten erstmal erschaffen müssen. Effizienz liegt bei 80%, da müssen wir noch Türen reinmachen, damit es dann vollends effektiv ist. Vor allem auch hier, um unseren Dungeon zu schützen. Hier wird gewerkelt und der Timer werkelt auch. Wir sind nämlich am Ende einer Folge von Dungeons 3. In der nächsten Folge werden wir das mit den Rissen sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin erstmal raus und sag bis dahin. Tschüss.